Ja, hallo und herzlich willkommen zurück beim Mist Survival auf meinem Kanal. Hier beim letzten Durchlauf von dem großen Update. Tag 1, 17:16 Uhr. 17:17 Uhr. Ja, wir machen uns jetzt auf und schauen noch mal ein bisschen rum hier. Looten noch mal ein bisschen, was das Zeug hält. Die erste Folge des letzten Durchlaufes haben wir damit verbracht, ein Auto zusammenzuschrauben, diverse Dinge schon mal zu holen. Und zum Ende der Folge haben wir ein bisschen die Update-News durchforstet, um zu schauen gemeinsam, was so kommen wird. Das wird sehr interessant auf jeden Fall. Ja, Ende Oktober ungefähr wird es wohl soweit sein. Und ja, nun starten wir diese zweite Episode des letzten Durchlaufes. Fahren mit unserem roten, zusammengeschraubten Wagen. Am besten nochmal kurz zur Tankstelle, denn ich wollte die Werkbank mir eben kurz auf dem roten Wagen mit draufschrauben. Was wir haben, haben wir. Dann brauchen wir die nicht irgendwann mal zu holen. Dann haben wir direkt dabei. So, ich kann jetzt hier irgendwo hoch. Ich vergesse immer. Ja, da ist der Weg, genau. Ich vergesse jedes Mal, dass hier im Weg ist. Ich kann auch leicht übersehen. So, fahren wir einmal hier so hoch. Da waren wir, glaube ich, schon. Der Koffer da hinten, den könnten wir für immer mitnehmen. Den Koffer da hinten könnten wir mal kurz mitnehmen. Da könnten wir ein bisschen Loot reinpacken. Da sind noch ein paar Schränke. So, und eine Wasserflasche. Sehr gut. Dann gucken wir mal, ob das funktioniert mit dem. Ja, der Quick-Verschiebungsmechanismus funktioniert hier wunderbar. Das funktioniert leider nicht immer. Das mit dem schnell verschieben. Je nachdem, was das für ein Behälter ist. Aber auf jeden Fall ist das praktisch. Man kann wirklich bei vielen Behältern relativ zügig mit betätiger Shift-Taste die Gegenstände schnell verschieben. Muss man nicht jedes einzelne Ding rüberschieben. So, dann nehmen wir uns den Koffer in die Hand. Nehmen ihn mit. Hallo. Der war ein bisschen. Ja. So. So. Haben wir ein bisschen mehr Platz im Inventar? Kann man sich ein bisschen mehr looten? So, wir müssen wahrscheinlich gleich den. Ja, ein bisschen verschieben hier, wenn die Werkbank da drauf kommt. So, wir fahren mal wieder auf die Hauptstraße zurück. So, einmal links abbiegen. Wir bleiben auf der linken. Ne, wir fahren einfach auf die rechte Spur. Die Straße ist noch ein bisschen belegt mit ehemaligen Blechwagen, also verrosteten ehemaligen Autos. So, hier. Gut. Wie ich mich da wieder ausdrücke, ne? Ich bin ja echt ganz überrascht. Ich drücke mich da wieder extrem aus. So, da haben wir. Habe ich hier noch. Ich hatte doch hier mal irgendwas reingepackt. Da, genau. Ich erinnere mich. Die zwei Eimer. Unser Glück, dass wir zwei Eimer auf einen Schlag gefunden haben, finde ich echt genial. Brauchen wir uns die nicht herzustellen. Siehst du mal. So, die Tücher nehmen wir uns auch mit. Wir machen nochmal den Quick. Einmal schön das Quickie. So, einmal ein Quickie ist immer gut. So. Okay, dann kommst du mit. Ich hoffe, Gevatter Bär ist gerade schon irgendwie am Schlafen oder bereitet ein Abendbrot für seine Familie vor. Da hinten läuft er. Scheiße. Scheiße, da läuft er. Oh nein. Ich bin nicht hier. Ich bin nicht da. Klappte das? Ob das klappt? Nein, natürlich nicht. Natürlich klappt das nicht. Der Bär läuft da hinten. Das ist gut. Dann kann ich mich mal eben kurz ein bisschen um das Ding hier kümmern. Aber die gute Werkbank. Hauptsache, wir haben sie irgendwie auf dem Auto. So. So. Mal eben kurz gucken. Ja, jetzt klappt es. Wunderbar. Okay, dann versuchen wir es eben hier durchzumogeln. Man könnte ruhig mal die Straße ein bisschen aufräumen. Die Nachbarn hier. So, die Sonne geht gleich unter. Oh, Alter. Ja, ich hab's vergessen. Ja, hier so rüber zu fahren ist immer so eine Sache. Wenn ihr die Straße
kreuzen wollt, auf die andere Seite, immer vorsichtig, da kann schon mal was passieren. Kann bis zum Herzkasper führen. So sehr kann man sich da erschrecken. So, okay, hier ist die Militärstraßensperre, das ehemalige Militärlager, wo ganz früher mal Banditen hausten. So, das Weiße Haus haben wir jetzt hier schon mal. Ja, ich wollte ja eigentlich woanders mich niederlassen. Aber ich denke, da es dunkel wird, macht das vielleicht Sinn, wenn wir ja vorübergehend uns hier vielleicht einnisten. Einfach mal so, weil wir es können. Weil das Haus gerade da ist. Weil es gleich dunkel wird und die Nachtzombies hier wahrscheinlich Spaß und Freude haben. Und wenn wir da irgendwo sicher sind, dann gehe ich einfach mal da rein. Hier oben, guck mal hier. So, was haben wir denn hier Schönes? Ein bisschen Krempel muss sein. Für unser Bett. Und für die M4. Die habe ich gerade nicht mehr. Ja, ich müsste die nachladen. Ne? Das Brettchen können wir vielleicht mal da reinpacken. Munition ist wichtiger. Aber das kann man drauf stacken. Und so, perfekt. Gut. Okay. Hui, da springt er runter. So. Ja, vielleicht machen wir uns auch hier wieder eine Behausung. Je nachdem. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, wo ihr denn mal. Wo wir uns einfach mal was aufbauen wollen. Einfach mal in die Kommentare schreiben. Ich würde sagen, vorübergehend machen wir es mal hier. Und vielleicht schreibt ihr mal in die Kommentare kleine Tipps und Tricks und auch einfach mal Ideen, was wir so tun sollen, wollen und so weiter. So, da ist die Sägebank. Ist der Wagen wieder leer? Kann man wieder ein bisschen was draufpacken. Es ist noch, wie viel Uhr? Ah, 18 Uhr. Komm ja mal eben kurz. Ja, ich packe mal eben kurz die Sachen in den Küchenschrank. Da können wir nämlich dann nochmal zur Militärstraßensperre ziehen. So, da kann man wunderbar mit der Quick-Verschiebung arbeiten. Zack, 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 zack. Sortieren können wir später. Sortieren geht über Studieren, ich weiß. Dann werden wir uns später drum kümmern. So, haben wir ein bisschen Platz. Der Eimer, der kommt auch weg. Hatte ich nicht sortiert? Hatte ich nicht eigentlich sortiert? Bin mir ganz so sicher. Das Messer sollten wir immer dabei haben. Die Machete. Ja, die lassen wir mal hier. Eine Menge extra haben wir. Eine werden wir auf jeden Fall mitnehmen. Da können wir schon mal ein bisschen sortieren hier. So, packen wir mal ein bisschen Munition schon mal hier hin. So, der Rest, der kommt einfach weg. Die Axt bleibt auch hier. So, irgendwas, was wir dringend mitnehmen sollten. Nein, haben wir hier noch irgendwas Wichtiges, was wir mitnehmen sollten? Im Augenblick nicht. Da auch nicht. Da ist auch nichts drin. Da ist ein bisschen Alkohol, genau. Für die einsamen Nächte. So, gucken wir mal kurz nochmal in die anderen Koffer. Ob hier noch irgendwas war, was wir dringend mitnehmen sollten. Nee. Gut. Wir werden auch noch was finden. Also, so ist es ja nicht. Ein bisschen was finden wir wohl. So, den Hammer kann man damit zutun. Da machen wir mal ein Zutun. So, ein bisschen Futter wie bei Mutter. So, die Munition. Das sortieren wir ein bisschen um. So, die Axt. Eine Axt brauchen wir gar nicht. Wir haben ja schon eine. Hier unten drin. Hab ich ganz vergessen. Und das Messer. Das reicht. So. Nochmal kurz nachladen, irgendwo wo es noch geht. Und die Nummer 3. Jawohl. Perfekt. Genau 10 Schuss. Und siehst du mal, haben wir wieder ein Slot mehr. So, wir werden bestimmt gleich noch ein paar Kugeln finden. Wir haben mittlerweile 6:30, das schaffen wir noch. Da können wir das Camp noch ausnehmen. Da haben wir auch wieder eine nette Loot-Folge. Da gebe ich euch noch in der Zwischenzeit
bevor wir uns dann hier was aufbauen, noch die Gelegenheit, mir in die Kommentare zu schreiben, was wir tun sollen und wollen. Dann machen wir diese Folge noch ein bisschen looten. Dann schreibt er mir dann in die Kommentare, was ich tun soll. Wo zum Beispiel. Ich denke, das ist ein guter Plan. Uah. Alter. Todsichere Angelegenheit, sich das Genick zu brechen. So, die M4 da oben, die können wir uns theoretisch mitnehmen. Wie gehe ich denn hier hoch? Wie gehe ich denn hier hoch? So, da ist eine leere Flasche, die lassen wir mal stehen. Die Lampe können wir schon mal anmachen. Was wir anhaben, haben wir. So, weitere Vorräte, wie schön. Da ein bisschen Kugel für unsere Schroti. Und mal gucken wir mal, da haben wir nichts. Da ist auch nichts. Da ist auch nichts. Dankeschön. Dankeschön für nichts. Ah, Brett Hart liegt ja auch hier rum. Da liegt noch weiterer Schrot. Hallo? Schrot? Schrot, danke. Und ein Rucksack. Und schon sind wir voll. Ich glaube, jetzt sind wir voll. Ja, alle freigeschaltet, alle Slote. Jetzt können wir komplett looten, was das Zeug hält. Komplett looten. Ich sag ja, lieber looten statt bluten. Ist mein absolutes... Oh, hallo. Weitere Handgranate. Wie schön. Die Kisten kann man auch alle mitnehmen. Können wir alle aufs Auto packen. Da kann man den ganzen Loot drauf packen. So, da haben wir noch ein bisschen Munition. Dann gehen wir einmal hier rum. Nehmen wir weiter Munition mit. Jawohl. Damit können wir dann uns zur Wehr setzen. Wenn die gewesen Banditen uns aufsuchen sollten oder wir sie aufsuchen und ja, wie auch immer. Hallo, guck mal, eine weitere M4, wie schön. Und ein Schränkchen. Mal kurz Lampe aus, damit ich sehen kann, wo ich draufklicken muss. So und so. Jawohl, ein bisschen Sniper-Muni. Und ganz unten haben wir nichts. Okay, alles klar. Alles klar. Einmal ins nächste Zelt. Da sind noch ein paar Schränke. Die können wir uns auch alle mitnehmen. Bei Gelegenheit. Oh, hallo. Hallo. So, einmal aufs Auto drauf. Falsches Auto. Moment mal. Da muss ich hin. Es ist schon spät, ich bin schon müde. Hallo. Ja gut, die Medizin, die... Ja. Das tun wir mal kurz weg. Das sind die Bauteile für die neuen. Ja, ein bisschen Medizin können wir uns auch mitnehmen. Was soll der Geiz? So. Wir nutzen jetzt Sonnenstrahl noch aus. Bevor wir dann in die Hütte müssen. Bevor wir uns dann schützen müssen, bevor die Nachtzombies kommen. Hallo? Danke. So, einmal hier auf diese Seite, da zu oben zur Hütte. Da können wir uns noch ein bisschen was Essbares noch aufsammeln. Wir gehen aber nicht weiter. Hier wird nämlich gewarnt vor gefährlichem Totenköpfen. Wenn man den Schild hier Glauben schenken darf. Hier sind, Achtung, Vorsicht, Totenkopf. Also, St. Pauli-Fans. Großartiger Verein. Ganz ehrlich, der wahre Hamburger Verein. Ja, ja. So, Cola. Dankeschön. Okay, so, schöner Blick auf die Hügel. Die Hügel der Mist wird eher Berge genannt. So, jetzt können wir uns, wenn wir schon mal hier sind, eigentlich schon mal ein paar Steine sammeln, weil hier kann man gut Steine sammeln. So, hier so in der Gegend Steine und Äste für die Feuerstelle. Kann man hier am besten sammeln, die spawnen ganz gut. Diese kleinen Äste kann man nehmen. Machen wir es dann eben kurz. Was wir haben, haben wir. 8 Steine brauchen wir für das Feuer. Gehen wir mal kurz gucken. B. Genau, 8 Steine für das Feuer mit den Steinen. Und das normale, das brennt aus. Wir nehmen immer das Campfire, ne? Das ist immer das normale. Das solltet ihr immer nehmen. So. Da haben wir noch was Steine. Wie viel haben wir jetzt? Eben kurz gucken. Wir haben jetzt 6 Steine. Brauchen noch ein paar Stöckchen. Stöckchen brauchen wir auf jeden Fall noch ein paar. Da kann man noch ein paar sammeln gehen.
Bisschen Zeit haben wir noch. Von denen hier müssen wir auch einen mitnehmen, weil können wir uns nämlich dann so einen Speer bauen. Ein Speer ist ja praktisch, wenn ihr irgendwo Zombies pieken wollt, von irgendeiner Entfernung oder von irgendeiner Stelle aus, wo ihr sicher seid, die Zombies können euch nicht kriegen. Dann habt ihr einen Speer in der Hand und könnt dann wunderbar die dann ausschalten. So, 6 Steine. Ich bin so vergesslich, ich habe gerade nachgeguckt, aber dann habe ich sofort vergessen, wie viel es dann waren. So, jetzt haben wir genau 8 Steine. Jetzt gucken wir mal kurz, ob wir noch ein paar Stöckchen kriegen. Was wir haben wir. Dann können wir nämlich dann schön direkt ein Feuerchen bauen. Damit können wir auch die Zeit vorschieben. Ich weiß nämlich nicht, ob wir jetzt im Haus gleich die Nacht durchschlafen können. Ein kleiner Tipp. Wenn ihr solltet im Haus immer Material haben, wie Holzbretter, hier so diese Holzloks und eine Säge, dann könnt ihr damit nämlich dann notfalls die Zeit vorschieben. Und dann könnt ihr vielleicht auch schlafen, weil man kann nicht immer schlafen, wenn man in der Nacht dann, wenn die Zombies vor die Tür hauen. Deswegen, wenn ihr irgendwas im Haus habt zum Craften, könnt ihr damit vielleicht durch einen kleinen Trick die Zeit vorschieben und könnt dann sogar auch schlafen. Ihr sollt immer so ein bisschen was in der Schublade haben, zum Arbeiten, ein bisschen Nachtarbeit. So, wir haben jetzt 14, das müsste eigentlich reichen, theoretisch. Wir brauchen ja noch 6 Stück davon. Ja, so ein paar hätten wir eigentlich auch ganz gut gebrauchen können. Machen wir noch. Wir sollten auch gleich reingehen, 20:07. Ich glaube, ich gehe erstmal lieber mal rein, weil aus Gründen. Ich gehe lieber rein, sagte er und sammelte munter weiter und wurde dann getötet. Ja, ja, ich sollte reingehen. Ich sollte lieber reingehen. Die kommen nämlich gleich. Ich nehme mal kurz einen Koffer mit für die Nachtarbeit. Zack. So, haben wir das noch mit. So, machen wir mal die Tür zu. So, da wären wir. In der neuen Bude. Wir können uns hier so eine kleine provisorische Bude hier aufbauen. Steine und Stöcke, die sind, die respawnen alle. Da können wir uns mal eben kurz hier ein kleines Feuerchen aufbauen. Das Grundlegende. Und schon haben wir gleich Probleme mit den Zombies, wenn wir nicht aufpassen. So. Dann brauchen wir theoretisch, ja, wollen wir uns das hier schon aufbauen und wollen wir das erst warten, was ihr sagt, wo wir uns was aufbauen wollen. Wir können uns hier was aufbauen. Ja, ich lasse das Feuer mal so stehen. Da habt ihr mal gesehen, wie ein Feuer aussieht. Ihr kennt das Spiel ja sowieso. Ich warte damit. Vielleicht habt ihr ja Vorschläge, wo ich mich niederlassen soll. Einfach mal in die Kommentare schreiben. Einfach mal bei YouTube hineinschreiben. Alternativ natürlich auch Facebook. Aber YouTube wäre noch besser. So, ich habe hier alles rausgenommen, außer das eine Brett. Das nehmen wir uns noch eben kurz da raus. Das können wir uns bei Gelegenheit mal... Genau, das packen wir mal da raus. Sortieren wir mal hier um. Hier haben wir, glaube ich, noch ein bisschen Reste. Haben wir nicht, weil ich noch... Ach da, ich habe die ausgeräumt. Ich verstehe. Machen wir ein bisschen Sortierarbeit. Hier ist alles aber 8 gesteckt. Da kann man noch was reinstecken, nochmal ein bisschen Platz. Da haben wir noch mehr von der Sniper-Munition. So, Schuhe haben wir an. Streichhölzer, okay. So, da haben wir noch ein bisschen was. Dann haben wir noch ein Taschentuch. Und die Munition braucht man im Augenblick auch gar nicht, weil den Revolver haben wir noch gar nicht. So, dann packen wir hier mal weiter ein. Machen wir uns mal kurz leer. So, wir haben 3 M4s. Nicht verkehrt. Okay, wir haben den Handschuh, haben wir schon. Den haben wir schon. Den Helm würde ich erstmal auslassen, weil die Verschwendung, also die Prozente gehen so schnell runter und man findet von den Dingern kaum welche. Deswegen absetzen. Nur für Notfall aufsetzen, weil die halt so selten sind. So. So. Packen wir den Rest auch noch rein. Das MRE, das Notfallfutter. Und die Coke. Die können wir uns am nächsten Morgen direkt mal frühstücken. So, daraus machen wir uns einen Speer. Die Dinger hier können wir stacken für später. Machen wir dann
bei Gelegenheit. Ich brauche mir jetzt hier gerade nichts, wie gesagt, ihr könnt in die Kommentare gerne mal schreiben, was wir tun sollen. So, ein bisschen sortieren, dann machen wir hier das. So, ein bisschen Munition. So, haben wir das. So, dann bauen wir uns erstmal kurz einen Speer. Speer Megaperz. Der Speer. Perfekt. Und schon können wir uns ein bisschen besser zur Wehr setzen. Mal kurz gucken. Genau, einmal kurz nachladen, aber wir bestimmt wieder ins Lot mehr. Naja, na gut, leider nicht. So. Gut, das war's. Das soll es gewesen sein. Wir gehen nach oben, wir gehen schlafen und schreibt mir munter in die Kommentare, wie ich mich verhalten soll. Ich bin gespannt, ob ich die Nacht hier gut überstehe. Wir sehen uns dann morgen wieder, am nächsten Morgen. Vielleicht habt ihr mir da mal reingeschrieben, was ich tun soll. Ob ich mir das weiße Haus hier ausbauen soll oder ein anderes Haus, eine andere Location. Gerne mal reinschreiben, ich würde mich sehr freuen. Also, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Dann geht's weiter mit einer weiteren Folge von Mist Survival, den letzten Durchlauf vor dem Update, vor dem großen Update. Ja, macht's gut, ciao, tschüss, bis dann. Vielen Dank fürs Zuschauen, macht's gut. Ja, ciao und tschüss. Und bleibt den Nebel fern und wenn, dann bitte nur ausgerüstet. Und betet zu unserer guten alten Schutzheiligen Carmen Nebel. Denn sie wacht über uns. Also, ciao und tschüss. Macht's gut.